Ich habe heute die Präsentation für mein nächstes Mega, Hyper, Ultra, Maxi Mastermind, es das heißt übrigens auch der Ultra Mind, fertiggestellt. Und habe da einen Teil reingemacht, in dem ich mich vorstelle. Und das begeistert mich eigentlich immer wieder selber, wenn ich sowas mache, wenn ich mich selber kennenlerne. Und das ist eine ganz spontane Aktion. Ich habe hier auch hier ein ganz komisches Oberteil an und unten wollt ihr es gar nicht sehen, weil ich vorher mit dem mit dem Motorsensor im Garten rumgesenst habe. Hier sieht man eigentlich auch noch Glas. Und irgendwie habe ich gedacht, ich bin dann halt fertig geworden, habe was anderes gemacht und jetzt habe ich gedacht, so, das wäre doch jetzt ein cooler Abschluss am Ende des Tages, dass ich jetzt mal diese Präsentation von mir einfach mal hier live mache, sie über Zoom aufnehme. Und ja, was kann ich euch über mich erzählen? Und vor allem, ich habe so viele Freunde jetzt hier auf Facebook, wo ich jetzt auch streame auf meinem privaten Profil, die mich gar nicht kennen. Wir haben uns gegenseitig wahrscheinlich Freundschaftsanfragen geschickt aus verschiedenen Gründen. Ich schicke eigentlich immer nur Freundschaftsanfragen an Menschen, die ich tatsächlich kenne. Und aber ich nehme auch Freundschaftsanfragen an von Leuten, die mit Freunden von Freunden befreundet ist. Das habe ich so befreundet sind. Das habe ich so eingestellt. Das macht eigentlich noch Sinn. Da gibt es nicht so ganz so viel Spam. Ja. Deswegen dachte ich, es ist ja eigentlich eine ganz, ganz gute Idee, jetzt hier auch für euch in meiner Facebook-Gruppe und nachher auch auf dem YouTube-Kanal ein bisschen genauer über mich zu erzählen, wer ich bin und warum ich mache, was ich mache, damit du verstehst, um was es in meiner Welt geht. In meiner Welt geht es um Grenzenlosigkeit. In meiner Welt geht es darum, dass wir alles kreieren können, was wir wollen, weil wir ja sowieso alles kreieren, was wir da außen sehen und erleben. Ja, wir sind tatsächlich uneingeschränkte Schöpfer dieser Welt. Die Quantenphysik hat es schon bewiesen, sogar wissenschaftlich, aber viele können es nicht verstehen oder es wird auch manchmal gar nicht so einfach verstanden, was das Beobachtersein heißt, weil wir kennen ja oder ihr kennt wahrscheinlich dieses Doppelschlitz-Experiment zu Genüge. Und da wird ja erzählt und klar gemacht und es ist auch nachgeprüft worden, dass sich eben die Partikel so entsprechend anordnen, also die Partikel, die Energie, die energetischen Partikel sich so anordnen, dass hinterher Materie draus wird. Und zwar in dem Sinne, wie der Beobachter, also wir als Mensch, die Energie beobachten, die Energie aussenden durch unsere Gedanken, durch unsere Annahmen, durch unsere Vorstellung, wird hinterher ein Manifest. Und viele verstehen auch nicht, dass unser Körper unser allererstes Manifestationswerk Nummer eins ist. Ja, und jetzt zeige ich euch mal, was ich hier wunderschönes zusammengestellt habe. Ja, jetzt finde ich es gerade nicht, aber ich werde es gleich finden. Hier ist es. Und zwar kann ich das jetzt teilen? Drumroll. Und jetzt mache ich hier auch noch die Bildschirmpräsentation an und dann geht es gleich los. Ich erzähle euch einiges über mich. Ich bin so weit, dass ich sagen kann, ich muss nichts verbergen. Ja, hier fängt es an. Mit meinem Namen, Patricia Dender. Ich bin Begründerin der Divine Design Reise
und Coach und Mentorin für deine individuelle Divine Design Reise zu einem außergewöhnlichen Leben und natürlich außergewöhnlichen Business in Freiheit und Leichtigkeit. Weil das ist das, was wir alle wollen. Wir wollen alle in Wahrheit, Freiheit und Leichtigkeit. Oft haben wir noch Gedanken, ja, eigentlich wir wollen Geld oder wir wollen andere Objekte oder wir wollen Reisen und Erlebnisse. Und das wollen wir auch alles gerne haben, solange wir es frei entscheiden können und solange es leicht ist. Das ist also wirklich unser allerhöchstes Ziel, weil es unsere allerhöchste Wahrhaftigkeit ist, dass wir frei sind und dass das Leben uns leicht fällt, dass das Leben uns tatsächlich leicht fällt. So, ja, seitdem ich denken kann, versuche ich zu verstehen, wie das Leben funktioniert. Und ich glaube, damit bin ich nicht alleine. Wir fragen uns doch schon als ganz, ganz kleine Kinder, wie. Warum? Warum ist das so? Und die Kinder haben von euch, die erinnern sich sicher an diese Phase, wenn es dann immer geht, warum? Und dann gibst du eine Antwort und dann heißt es, warum? Weil unser analytischer Verstand, sobald er sich mit uns als Mensch, als getrennter Mensch identifiziert hat, wissen will, warum das so ist. Ja, und so nimmt man sich dann wahr als Mensch. Und schon mit 18 Jahren habe ich das Buch gelesen, damals schon auf Englisch, von Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People. Also wie man Freunde gewinnt und Menschen beeinflusst. Da dachte ich mir, wow, das muss ich wissen. Ich muss wissen, wie man Freunde kriegt und Menschen dazu beeinflusst, mich toll zu finden, mich lieb zu haben, mich zu unterstützen, gerne mit mir zusammen zu sein. Ja, was in diesem Buch steht, weiß ich heute nicht mehr ganz genau. Ich weiß nur, dass es mir nicht weitergeholfen hat. Das Buch hat mich angezogen, weil ich mich nicht geliebt, nicht gesehen, nicht akzeptiert und nicht unterstützt und vor allem nicht gut genug gefühlt habe. Und das klingt sehr vertraut, weil dieses Gefühl ist ein kollektiver Virus sozusagen, der von Generation zu Generation, von Institution zu Institution, von Gesellschaft zu Gesellschaft, von sozialem, vom Verein, was auch immer, weiter und weiter getragen wird. Wir haben ganz, ganz klare Prinzipien, wie wir sein müssen, damit wir akzeptiert werden, damit wir unterstützt werden, damit wir endlich vielleicht ein bisschen gut genug sind. Und danach streben wir, weil wir ja einer ganz großen Lüge aufgesessen sind. Wir haben ja irgendwann mal den Rückschluss gezogen, wir sind nicht gut genug. Und deswegen werden wir auch nicht geliebt und deswegen werden wir auch nicht unterstützt und nicht akzeptiert. Und das liegt alles daran, weil ich nicht gut genug bin und deswegen muss ich alles daran legen, endlich gut genug zu sein. Egal in welchem Bereich, egal ob es emotional ist, ob es im Job ist, ob es in der Intelligenz ist und so weiter und so fort. Ich denke, das klingt alles sehr vertraut. Ja, und ich bin auch mit Sicherheit nicht die Einzige, die mit diesen Gefühlen einen Großteil ihres Lebens geführt hat. Ja, weil das Ganze, diese ganze Vorstellung, diese führt zu unglaublich viel Stress. Du willst immer genügen, du willst immer gut genug sein. Du suchst nach Anerkennung im Außen. Du fängst an, allen zu dienen und allen zu zeigen, wie gut du bist. Und ja, letztendlich fühlst du dich immer noch nur schlecht, weil es reicht nie. Egal, was du machst, egal, was du probierst, es reicht einfach nie. Ja, und dann, wie ging es weiter bei mir? Ich habe mich ziemlich angestrengt in meinem Leben, weil ich ja unbedingt wollte, dass es irgendwann mal reicht, dass ich irgendwann mal gut genug bin. So habe ich Betriebswirtschaft studiert und habe sogar mit einem Prädikatsexamen abgeschlossen und sogar angefangen zu promovieren.
Ja, und während des Studiums war ich schon als Unternehmensberaterin tätig, war damals schon als Projektleiterin beim Deutschen Kundenbarometer dabei, habe also für Marktforschung, für Finanzdienstleister mich engagiert, bin da reingerutscht, war nie wirklich so das, was mich begeistert hat, aber völlig egal. Ich wollte ja zeigen, dass ich gut genug bin und dass ich das doch alles gut kann und dass ich das lernen kann. Und ich habe es auch wunderbar gelernt. Genau, das wurde damals gerade lanciert. Ja, und dann war das Studium zu Ende. Ich habe das Promotionsstudium angefangen und irgendwann mal habe ich gedacht, so jetzt will ich auch nur mal ganz kurz Spaß haben und das machen, was ich mir mein ganzes Leben lang schon immer gewünscht habe. Ich wollte Skilehrerin sein. Ja, ich wollte Skilehrerin sein. Das war immer schon mein Traum. Ich habe, seitdem ich kleines Kind war, ich bin ja in Österreich in einem Skiort aufgewachsen, bin ich Ski gefahren und das hat mich immer schon begeistert. Und ich wollte das auch mal sein. Und so hat sich die Chance ergeben, dass ich für Club Med eine Skilehrerausbildung gemacht habe. Also es war auch fantastische Manifestation und Kreation von mir. Ich habe es in der Zeitung gesehen. Dann gab es eine spezielle Ausbildung in Frankreich. Und ja, dann wollte ich unbedingt nach St. Moritz, weil dort wurde für alle, die diese Ausbildung, diese interne Ausbildung im Club Med gemacht haben, da war dann die Möglichkeit, in einen der weltweiten Clubs zu gehen und dort als Skilehrerin zu arbeiten. Und St. Moritz stand natürlich bei allem auf der Nummer 1 Liste. Mich hat St. Moritz immer schon angezogen. Ich habe mal eine Reportage noch im Studium im Fernsehen gesehen und es hat mich magisch angezogen. Ja, und warum wollte ich so gerne nach St. Moritz? Ich habe ganz, ganz tolle Leute kennengelernt in Amerika von St. Moritz. Die hatten so einen Lifestyle, den ich mir gewünscht habe. Das war so frei, die hatten genug Geld, die konnten sich das erlauben. Damals waren wir total jung, wir waren irgendwie zwischen 20 und 25 Jahre, als wir uns da in New York getroffen haben. Und die haben das Leben so leicht genommen, die hatten alle Möglichkeiten und ich habe die Annahme und die Rückschlüsse gezogen. Oh, das liegt daran, weil die von St. Moritz sind. Wenn man in St. Moritz aufwächst, dann ist es finanziell sicher gar kein Problem und man reist ganz leicht und unbedacht durch die Welt. Ja, das war mein Eindruck, der natürlich damals richtig war. Heute kenne ich die beiden immer noch. Ganz so leicht lebt sich's dann doch nicht. Aber für mich war das damals eine riesengroße Inspiration. Für mich war das dieser Rückschluss, für mich war das dieser Vibe. Für mich, ich wusste nichts, ich hatte keine Ahnung, ich war noch nie hier und ich wusste ganz genau, dass ich nach St. Moritz will. Und so habe ich mit mir entschieden, wenn ich jetzt da als Skilehrerin nach St. Moritz in den Club Med geschickt werde, dann gehe ich einen Monat. Und dann gehe ich wieder zurück und mache schön brav meine Promotion fertig. Das war meine interne Abmachung, die ich mit mir gemacht habe. Und so kam es dann auch. Und ich durfte nach St. Moritz. Und nach einem Monat war für mich klar, nein, ich lebe hier ein Traumleben. Ich stehe morgens auf, frühstücke im Hotel, gehe dann mit lustigen Leuten Skifahren. Wir haben riesen viel Spaß. Nach dem Skifahren kommen wir zurück. Wir haben Apéro, wir essen zu Abend und danach gibt es Skilehrer-interne Party. Also, es war überhaupt nicht dran zu denken, das abzubrechen und zurück nach Hause zu gehen. Ich habe mich dann auch noch kurzfristig verletzt, habe mir das Schienbein angebrochen und die Policy war, wenn du länger als 3 Wochen krank bist, musst du nach Hause gehen, dann kannst du nicht bleiben. Und ich habe mir auch das so hin manifestiert, dass tatsächlich aus der ersten Diagnose, weil mein Knie so geschwollen war und ich überhaupt nicht mehr laufen konnte, die erste Diagnose hieß Kreuzbandriss. Und ich wollte das nicht. Und ich wollte nicht nach Hause. Und ich wollte diese Saison fertig erleben. Und ich wollte bleiben. Und am Ende des Winters hat dann auch noch eine weitere Stufe der Skilehrerausbildung gratis auf uns gewartet und ich wollte das auf jeden Fall mitmachen. Das war richtig mein Leben. Und
Selbstverständlich habe ich niemandem erzählt gehabt, dass ich schon eine Skilehrerausbildung gehabt habe, Skilehrerausbildung, dass ich schon ein fertiges Betriebswirtschaftsstudium mitgebracht habe. Das durfte ich natürlich, wollte ich niemandem erzählen, weil ich dachte, dann gehöre ich nicht mehr dazu. Jedenfalls habe ich dann wirklich diese Diagnose Kreuzbandriss verändert in die Diagnose Schienbeinbruch oder Schienbeinanbruch sogar nur. Und ich war, nach 3 Wochen war ich wieder fit und konnte wieder Skiunterricht geben und musste nicht nach Hause. Genau. Also das war also wirklich der magische Winter für mich. Und hier steht, ich erzähle gerne mal diese Geschichte und ich habe sie euch jetzt erzählt. Und nach diesem magischen Winter war es für mich sonnenklar, dass ich nicht mehr nach Deutschland zurückgehe. Ich habe dann mit 2 Skilehrerkollegen, bin ich nach Deutschland gefahren, habe meine Wohnung dort aufgelöst, habe alles, was ich hatte, zurück in mein Auto getan und alle anderen Sachen auf die Straße gestellt und verschenkt. Und weg war ich. Ich hatte damals noch eine Freundin in der Schweiz, zu der konnte ich gehen. Und ja, habe dann ganz, ganz spannende Geschichten gemacht, habe dann zum ersten Mal in meinem Leben wegen der Arbeitsbewilligung als Kellnerin gearbeitet in einem Café. Hatte ich noch nie vorher gemacht. Und ich als Supermarktforschungsspezialistin kann aber nicht Kopf rechnen. Ich kann es heute noch nicht. Ich mache es immer mit Intuition. Das klappt eigentlich ganz gut. Aber natürlich nicht im Service. Und wenn ich sonst irgendwie was rechnen muss oder Statistiken machen muss, da kann der Computer kann ja wunderbar rechnen. Das muss ich ja nicht im Kopf machen. Ich muss ja nur wissen, wie es geht. Ja, und so kam es, dass ich dann wirklich in der Schweiz blieb. 4 Jahre lang ein richtiges Skilehrerleben geführt habe, war mal ein Sommer im Tessin, das war auch schon mal ein Traum von mir, habe dann dort Italienisch gelernt, das war auch ein Traum von mir, ich wollte unbedingt mehr Sprachen können. Und das war eigentlich alles wunderbar, habe dann auch noch die Skilehrerausbildung gemacht. Aber irgendwann mal hat mich dann mein schlechtes Gewissen geplagt, weil ich gedacht habe, ja, jetzt kannst du 4 Jahre sagen, 4 Jahre sagen, ich habe promoviert, aber ich habe es nicht fertig gemacht. Das ist ja alles noch ganz okay. Aber irgendwann mal musst du doch jetzt hier wieder was Anständiges tun. Und dann bin ich nach Zürich gegangen und habe durch meine spezielle Qualifikation im Bereich Marktforschung für Finanzdienstleister vom Deutschen Kundenbarometer habe ich dann einen ersten Job als Projektleiterin für Marktforschung bei der UBS bekommen. Und das war also wirklich ein dramatischer Schock. Da ging es mir überhaupt nicht gut. Auch das Team und die Leute, das hat mir alles überhaupt nicht gut gefallen. Und ja, ich kann da, das, da habe ich auch so wahnsinnig viel, da kam ich dann in Depression, mir ging es so unglaublich schlecht. Und ich war aber gezwungen zu bleiben wegen der Arbeitsbewilligung. Damals war das noch nicht so einfach wie heute. Da müsstest du wirklich speziell qualifiziert sein, dass du überhaupt eine Arbeitsbewilligung in der Schweiz bekommen hast. Ja, und dann habe ich da so vor mich hingelitten, wurde immer depressiver und depressiver wirklich, bis ich dann entschieden habe, ich hatte als Skilehrerin hatte ich eigentlich überhaupt nichts. Ich hatte kein Geld und ich habe auch keine richtige Arbeitsbewilligung gehabt, aber ich war fortan noch mal glücklich. Ich war richtig glücklich. Und dann, das hat mich dann dazu getrieben, einfach ins Blaue raus zu kündigen und zu sagen, whatever it takes, ich komme schon irgendwie zurecht. Und ja, damit habe ich unglaublich, das wusste ich natürlich alles damals überhaupt nicht. Das war intuitiv, das war Rücken zur Wand gestellt und dann ja, den nächst logischen Schritt gemacht, damals schon. Ich meine, wir wissen alle, wie manifestieren geht, aber wir wissen es einfach nicht bewusst. Und damals habe ich eben auch schon wirklich diesen Schritt gewagt. Und als ich dann frei war, da kam meine Energie zurück, da kam meine Lebenslust zurück, da kam mein Selbstbewusstsein zurück, da kam alles wieder zurück. Und mit dieser Energie habe ich innerhalb kürzester Zeit einen neuen Job, eben genau den gleichen Job, viel, viel besser bezahlt, im viel, viel lustigeren Team bei der Credit Suisse bekommen. Und alles war perfekt. Es war golden. Aber auch da, ich musste bereit sein, alles zu verlieren,
um wieder neu anzufangen und alles zu gewinnen. Und ich war bereit, alles zu verlieren, aber nur, weil es mir so hundeelend geht. Und heute sage ich, es reicht, wenn es dir nur ein bisschen schlecht geht. Du kannst es verändern. Ich kann dir sagen, wie du es verändern kannst. Und dann verändert sich alles, bevor du wirklich ganz am Ende bist und auch noch dein Körper am Ende ist, weil so geht meine Geschichte weiter. Ich habe es ja damals noch nicht gelernt gehabt. Das war mir ja doch gar nicht bewusst. Und als ich dann schwanger wurde, wollte ich dann wieder zurück nach St. Moritz und meinen Sohn hier aufziehen, eben aufgrund dieser Glaubenssätze, die ich euch vorher erzählt habe, habe ich gedacht, wow, wenn ich meinen Sohn hier aufziehe, dann wird er genauso ein leichtes, unbeschwertes Leben haben in der Natur, mit den richtigen Menschen, kommt nicht unter die Räder, hat den besten Einfluss, ist sportlich, ist draußen. Ja, und viele von euch wissen ja, dass es auch gut geklappt hat. Er ist ja heute im Schweizer Nationalteam für Freestyle Snowboard. Aber damit hatte ich überhaupt nichts am Hut. Also das war mit 4 hat er zu mir gesagt, Mama, du weißt, ich kann snowboarden. Und dann habe ich gesagt, jetzt lern mal erstmal richtig Skifahren. Du kannst überhaupt nicht snowboarden. Woher willst du wissen, dass du snowboarden kannst? Und ich habe gesagt, ich weiß, dass ich snowboarden kann. Okay, alles klar, kleiner Vierjähriger. Du wirst es ja schon wissen. Dann hat er immer gefragt, ob er snowboarden darf. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn du 5 bist. Und dann hat er mit 5 hat er seinen ersten Snowboard-Unterricht gehabt und nach 2 Stunden ist er schon blaue Pisten gefahren und hat einfach nur gesagt, Mama, ich habe dir doch gesagt, ich kann snowboarden. Keine Ahnung, wo das herkommt mit dem Snowboarden. Ich persönlich bin Skifahrerin, ich habe mit Snowboarden überhaupt nichts am Hut. Und ich war damals auch schon von meinem Ex-Mann getrennt, also da kam auch nicht so wahnsinnig viel Snowboard-Einfluss. Aber es ist alles da, ja. Heute wissen wir, es ist alles da, die Energie ist da. Wir wissen nicht, welche Rückschlüsse wir auch schon in allerjüngsten Jahren ziehen. Und er war Skifahren mit mir immer auf der Piste unterwegs und hat natürlich die Snowboarder gesehen. Und da hat er seine Rückschlüsse gezogen und hat gedacht, ja, das kann ich auch, das gefällt mir, das sieht gut aus. Und so machen wir, treffen wir unsere Entscheidungen. Schon in allerjüngsten Jahren, wenn wir uns nicht mal mehr daran erinnern können. Ja. Und dann habe ich meine bezahlte, super bezahlte Anstellung dann gekündigt. Ich war dann eigentlich, hatte noch einen Arbeitsvertrag für 70%. Es war alles vorbereitet, nach der Mutterschutzzeit wieder zurückzukommen. Aber für mich war es klar, ich will da nicht mehr zurück. Ich will Bank, ich will nicht mehr mit den Leuten zusammen sein. Das hat mir alles überhaupt nicht gefallen. Ich habe das System, wie es dort funktioniert, verstanden, wie man dort Karriere machen kann. Und ich habe mich ganz klar, da war ich wirklich integer zu mir selber und habe gesagt, nee, das will ich nicht. Für kein Geld der Welt verkaufe ich meine Freiheit. Ich war damals schon extrem freiheitsliebend. Ja, und so bin ich dann hier geblieben. Habe das Ganze, was ich im Finanzdienstleistungsbereich gelernt habe, auf den Tourismus umgemünzt, habe dort Qualitätsmanagementsysteme, Kundenzufriedenheitsanalysen, Mitarbeiterzufriedenheitsanalysen gemacht und ja, bin dann als Dozentin für Marketing auch dann in der Tourismusfachschule gewesen und irgendwann mal, das ist aber wieder, also ich will es ja nicht so lang machen, so eine lange Geschichte, dass ich hier eine der ersten nicht offiziellen Skischulen eröffnet habe. Dann habe ich dann irgendwann mal noch ein Hotel eröffnet und nebenbei war ich die ganze Zeit alleinerziehende Mami. So, das in aller Kürze, so kurz war es nicht. Ja, und dann wurde ich sehr krank. Das ist nochmal eine lange, lange Geschichte. Quintessenz ist, ich musste alles aufgeben, weil ich nicht mehr gehen konnte. Ich konnte mich überhaupt nicht mehr bewegen. Also ich war wirklich, wirklich, wirklich am Ende. Und mein Leben war am Arsch. Und für mich war es nur das eine, entweder wird jetzt mein Leben geil, weil all das, was ich euch erzählt habe, das klingt so spaßig, aber da war ich immer noch diese Frau, die nicht geliebt war, die niemals gut genug war, die nicht anerkannt war, die nicht unterstützt war, die auch noch verlassen wurde und so weiter und so fort. Und das war eigentlich so das i-Tüpfelchen meiner Geschichte, dass dann wirklich, ich war gelähmt quasi. Konnte nur noch mich unter Schmerzen bewegen und ja, ich war ziemlich am Ende. Und dann wollte ich wissen, warum.
da ging wirklich meine Suche los. Ich habe zwar vorher schon viel über Energie, über Heilung, über Dr. Joe Dispenza auch schon gehört und mich damit befasst, aber ich habe es nie genau verstanden. Ich habe es nie rausgefunden. Und jetzt weiß ich, dass ich all das im Außen kreiere, was ich im Innen glaube, was ich bin. Und das, was ich glaube, wer ich bin und was ich bin, das ist mir nicht bewusst, wird mir in mein Unterbewusstsein quasi wie in einem hypnotischen Zustand von außen infiltriert, so dass ich das immer wieder und wieder und wieder remanifestiere und rekreiere. Ja, und ich wollte entweder ein geiles, lustiges, flockiges, leichtes Leben haben, oder ich habe gesagt, nee, dann sonst steige ich aus, habe keinen Bock mehr. Entweder wird es jetzt geil oder gar nicht. Ja, und so habe ich sehr lange, also ich meine, ich bin, wie lange bin ich jetzt dann auf dieser Reise insgesamt? Das sind sicher schon, wenn du es mit 18 denkst, da habe ich angefangen, schon Persönlichkeitsentwicklung zu studieren, sozusagen. Aber bis ich das jetzt rausgefunden habe, das sind eigentlich nur 2, 3 Jahre, wo ich genau weiß, wo ich wirklich genau weiß, wie es geht und wo ich keinen Zweifel mehr daran habe, dass wir alles, aber auch alles, was wir im Außen erleben, zuerst in unserer Vorstellung kreiert haben. Und nicht in unserer bildlichen Vorstellung, sondern über die Vorstellung, wer wir sind in diesem Leben, wer die anderen sind, wie alles funktioniert. Mit unserem logischen und analytischen Verstand haben wir uns ein ganz, ganz klares Bild zusammengeschustert. Genau. Ja, und weil es halt nicht so leicht war, wie es klingt, aber es klingt, glaube ich, auch gar nicht so leicht, wenn ich mir jetzt da ehrlich zugehört habe. Es hat wirklich lange gedauert, es war schmerzhaft und jetzt helfe ich Frauen, insbesondere Frauen. Ich habe auch einen männlichen Klienten, den darf ich nie vergessen, helfe ich genau diesen Weg und diese Divine Design Reise zu machen, wie das geht, sein ganzes komplettes altes Glaubenssystem über den Haufen zu werfen, komplett und mit einem göttlichen Glaubenssystem, das davon ausgeht, dass der Mensch in Wahrheit wirklich in Ordnung ist, weil alles andere macht keinen Sinn. Ich meine, wir kommen hier alle gleich auf die Welt, wir sind alle gleich als Baby und doch reden wir uns dann als Menschen ein, dass hier Unterschiede sind. Das ist einfach nur ein Konstrukt, das wir uns zusammengebastelt haben. Und dieses Konstrukt führt uns in die Enge, führt uns in die Unterdrückung, führt uns ganz sicher nicht dahin, wo wir hingehören und wo wir sein wollen, in die Freiheit und in die Leichtigkeit und in die Selbstbestimmtheit. Ganz im Gegenteil. Deswegen sind wir auch so unglücklich, weil wir dafür überhaupt nicht gemacht sind. Wir sind nicht dafür gemacht, selbst fremdbestimmt zu sein und zu funktionieren. Wir sind schöpferische Wesen. Wir sind hier, um zu kreieren oder zu manifestieren, wie du es nennen möchtest. Und wenn wir dieser Aufgabe nicht nachgehen, werden wir unglücklich bleiben. Und in dieses Bewusstsein einzutreten, komplett und das zu verkörpern, das ist der Weg für jegliche Heilung, für jegliche Transformation, für die absolute Freiheit und Befreiung von allem und gleichzeitig eben in diese Fülle einzutreten, die einfach da ist für uns und die sich natürlich häufig in den finanziellen Bereichen zeigt. Aber das ist ja nur ein Aspekt der Fülle. Das ist ja so viel mehr da, wo wir Fülle erleben wollen. Ja, und was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, jetzt bin ich eigentlich fertig mit meiner Vorstellung. Und bald gibt es die Info zu der Ultra Mind Experience, weil es ist alles hier in unserem Kopf. Und Ultra heißt einfach, es ist Ultra. Ultra, Ultra ist so viel mehr wie viel. Und Ultra ist einfach mal zumindest ein Bereich, wo wir uns eine Unendlichkeit vorstellen können. Und deswegen heißt es die Ultra Mind Experience, dass wir absolut ohne Limits, ohne Limits jeden Bereich unseres Lebens genauso kreieren können, wie wir es haben wollen. Jeden einzelnen Bereich.
Aber dazu müssen wir der Mensch, die Frau, die Person werden, die genau, ganz genau dementsprechend denkt, fühlt und handelt. Genauso wie sie es haben will. Wenn sie dieses Leben lebt, gibt es ganz klare Gedanken, die sie mit diesem Leben verbinden, genau, ganz klare Gefühle und ganz klare Handlungen, Taten und Verhaltensweisen, die wir uns erlauben müssen, um tatsächlich die Freiheit genießen zu können, die wir möchten, um den Spaß und die Freude genießen können, die es gibt. Und so komme ich jetzt zum Schluss. Seid gespannt. Ultra Mind ist ein Mastermind, das wird für 6 und für 12 Monate lanciert. Es hat ein Retreat dabei, eine Woche lang auf einer Luxusjacht in Ägypten vom 27.08. Wenn es dich ruft, wenn du spürst, wow, 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 das ist meine Reise, die Wine Design Reise. Und dann noch auf einer Yacht einen Kickoff mit Leinen los, dann tu dir schon mal dieses Datum vormerken. Also in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Abend und bis ganz bald. Tschüss.